Leute, das ist heute echt, das ist alles eine Katastrophe. Ich kann es nicht anders sagen. Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu diesem nächsten Video. Neues Jahr, neues Glück. Ich möchte das nicht so fortsetzen, dass die Buchneuerscheinungen immer erst am Ende des jeweiligen Monats kommen, weil dann ist es auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn es zu Beginn des Monats online kommt, dann habt ihr direkt einen Überblick, könnt euch die Bücher nochmal genauer anschauen und ich gelobe Besserung und hoffe, das funktioniert jetzt auch. Anders als die Technik heute ist es nämlich alles schief gegangen, was nur schief gehen hätte können. Wenn ich Glück habe, ist der Ton jetzt 1A. Bitte drückt mir die Daumen, beziehungsweise ihr werdet es ja jetzt hören. Es ist nämlich so, dass ich zuvor weitere Videos aufgenommen habe. Ich habe so einen kleinen Drehmarathon hinter mir. Das heißt, ihr dürft euch die nächsten Wochen auf einigen neuen Content freuen. Allerdings wird da an unterschiedlicher Stelle der Ton hin und wieder nicht funktionieren, beziehungsweise sich verabschieden, weil mein altes Mikrofon den Geist aufgegeben hat. Das funktioniert einfach nicht mehr richtig, hat aber nur 10 Euro gekostet und trotzdem einige Jahre gehalten. Jetzt habe ich aber in ein gutes investiert und hoffe, dass diese Anschaffung das Ganze auch wert war. Allerdings ist mir jetzt gerade auch noch mein Stativ kaputt gegangen, weil es nicht das Gewicht halten konnte von meiner Kamera. Das ist auch schon ziemlich alt. Vielleicht kann ich da noch was kleben. Ansonsten werde ich auch da eine Neuanschaffung brauchen, glaube ich. Ich starte also schon prima ins neue Jahr, was YouTube anbelangt. Kann nur besser werden. Positive Nachrichten habe ich aber auch, nämlich dass ich 9 Buchneuerscheinungen für den Januar 2023 gefunden habe. Also das sind wirklich tolle Bücher dabei. Ich habe wieder versucht, dass ich so eine bunte Mischung zusammenbringe. Es sind auch Bücher dabei, die schon ja als gebundene Ausgabe erschienen sind und jetzt dann eben bald als Taschenbuch erhältlich sein werden. Die haben mich trotzdem total angesprochen und deswegen möchte ich euch sie ebenfalls nicht vorenthalten. Was ich mir außerdem gedacht habe, ist, dass ich euch vielleicht ein Video abdrehe, was meine Leselisten anbelangt, wie ich sie organisiere. Das habe ich bisher noch nie gemacht, habe mir aber für 2023 vorgenommen, da etwas mehr Struktur reinzubringen. Das betrifft auch Goodreads, aber da kann ich vielleicht auch an anderer Stelle mal ein bisschen was dazu sagen. Jetzt quatsche ich aber nicht weiter rum oder jammere auch nicht weiter rum. Wir starten mit der ersten Buchneuerscheinung für den Januar. Und zwar ist dieses Buch am 3. Januar im Atlantik Verlag erschienen. Die Autorin ist Maddie Mortimer und der Titel des Buches lautet Atlas unserer spektakulären Körper. Es ist wohl ein berührend poetischer Roman über das Ende eines und den Beginn eines anderen Lebens und über die Grenzen, die ein schwacher Körper einem starken Geist setzen kann. In der Beschreibung steht, dass es die Geschichte eines unfassbaren Wesens ist. Langsam, aber unaufhaltsam durchwandert es eine faszinierende Landschaft, nämlich die des menschlichen Körpers. Es macht Rast in seinem Inneren, erkundet Zellen, Gewebe, Organe. Wortgewandt und voller ungeahnter Einblicke erzählt dieses Wesen von der Topographie dieses Körpers, dem es mit jeder Station seiner Wanderung ein bisschen mehr Lebendigkeit entreißt. Und das ist auch die Geschichte von Lia, einer jungen, lebensfrohen Frau. Sie ist glücklich verheiratet und Mutter einer Tochter. Und letztlich ist es Lias Leben, dessen Geschichte dieses Wesen erzählt, weil es die junge Frau in- und auswendig kennt. Die verborgenen Geheimnisse ihrer Vergangenheit, die unausgesprochenen Wahrheiten ihrer Gegenwart und die Unausweichlichkeit einer Zukunft, die das Ziel seiner Reise sein wird. Es ist das Debüt der Autorin und eine unglaubliche Reise durch den menschlichen Körper. Es erzählt von spektakulären Orten, ohne die es unser Leben nicht gäbe. Ich kann mir noch nicht allzu viel darunter vorstellen und ich denke, das wird einigen von euch ebenso gehen. Aber es hat mich angesprochen, weil hier einfach mal der Körper genauer unter die Lupe genommen wird. Alles, was er eigentlich leistet, zumindest stelle ich mir das so vor. Es könnte sein, dass es zu fantasievoll ist für meinen Geschmack, aber das kann ich eben nicht beurteilen. Ich bin sehr gespannt, ob ich dazu irgendwelche Rezensionen finden werde. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und dann geht es weiter mit einem Buch, das ebenfalls am 3. Januar erscheint, und zwar im Hoffmann und Campe Verlag. Es heißt Krähengekrächz und die Autorin ist Monika Maron. In diesem Buch widmet sich die Autorin den Krähen. Es sind ja erstaunliche Tiere, anhand derer die große Schriftstellerin von Eleganz und Eigensinn, Kühnheit und Kraft und nicht zuletzt von der Freiheit erzählt.
Zumindest steht es so in der Beschreibung. Und es befindet sich auch noch in der Beschreibung ein Zitat der Autorin, was ich ebenfalls sehr bemerkenswert fand und was auch ihre Liebe oder Faszination gegenüber den Tieren widerspiegelt. Und zwar lautet es: Aber als ich las, dass die Krähen den Menschen seit Anbeginn begleiten, dass seine ersten Schritte im aufrechten Gang gesehen, seine ersten artikulierten Laute gehört haben, alle seine Kriege erlebt haben und von seinen Leichenfeldern gelebt haben, dass sie Toten- und Galgenvögel genannt wurden, weil sie überall auftauchten, wo die Menschen ihre Opfer hinterlassen hatten, erst als ich mir das vorstellte, begannen die Krähen aus meiner Straße, sich in mein nächstes Buch zu drängen. Und ich finde es immer sehr schön, wenn Tiere Einzug in Geschichten erhalten, weil sie immer ganz besondere Eigenschaften mitbringen. Ich glaube, anhand der Beobachtung verschiedenster Tierarten kann man immer wieder was Besonderes rausziehen, auch für das eigene Leben. Und das würde ich mir von dem Buch versprechen. Und ich glaube, dass das in die richtige Richtung gehen könnte. Ich meine sogar, dass ich bei diesem Buch schon ein paar Rezensionen gesehen habe, auf Amazon zumindest. Und die waren auch durchweg positiv. Also mal schauen, ob ich dazu vielleicht noch mehrere Meinungen finden werde. Das nächste Buch ist Das glückliche Geheimnis, erscheint am 10. Januar von Arno Geiger im Hansa Verlag. Im Beschreibungstext steht, dass frühmorgens ein junger Mann mit dem Fahrrad in die Straßen der Stadt aufbricht. Was er dort tut, bleibt sein Geheimnis. Er kehrt müde und zerschunden zurück und oft ist er glücklich. Jahrzehntelang hat Arno Geiger ein Doppelleben geführt. Und jetzt erzählt er davon, auch voller Witz und mit großer Offenheit. Es handelt davon, wie er Dinge tat, die andere unterlassen, wie gewunden, schmerzhaft und überraschend Lebenswege sein können, und zwar auch der Weg zur großen Liebe. Wie er als Schriftsteller gegen eine Mauer rannte, bevor der Erfolg kam, und von der wachsenden Sorge um die Eltern. Es ist wohl ein Buch voller Lebens- und Straßenerfahrung, voller Menschenkenntnis, Liebe und Trauer. Ja, und das ist ja auch etwas, was ich sehr gerne mag, weil er von seinen eigenen Erfahrungen berichtet. Das betrifft nicht nur typische Themen, auf die man im Leben so stößt, also beispielsweise Sorge um die Eltern, was ja hier auch explizit erwähnt wird, oder dass man vielleicht auch anders handelt als andere Menschen, dass so ein bisschen ja Grenzen überschreitet. Das finde ich auch immer super spannend, wie Leute das empfinden, weil ich glaube, dass man selbst ganz oft denkt, boah, wenn ich das mache, dann wird das richtig schlimm, und bei den anderen ist das alles so einfach, obwohl es nach außen immer nur so scheint und in Wahrheit ist es gar nicht so. Ich liebe solche Erzählungen. Und davon abgesehen interessiert mich natürlich auch immer sehr die Arbeit eines Schriftstellers. Also das stellt man sich, glaube ich, auch häufig einfacher vor, als es wirklich ist. Es ist ja nicht alles von Erfolg gekrönt, sondern manchmal ist es auch so, dass man mehrere Anläufe braucht, bis es wirklich funktioniert. Und genau das ist etwas, worüber ich gerne lese. Jetzt geht es weiter mit einem Taschenbuch, das schon relativ lange als Hardcover existiert. Ich glaube, das ist irgendwann 2021 schon rausgekommen. Ich weiß nicht, warum es so lange gedauert hat, bis es jetzt als Taschenbuch erhältlich ist. Auf jeden Fall erscheint es am 12. Januar im DTV-Verlag und es nennt sich Abendflüge. Die Autorin ist Helen MacDonald, welche ja für viele auch ein Begriff sein dürfte. Auch in diesem Buch ist es eine kraftvolle Liebeserklärung an die Natur, die uns umgibt. Die Autorin sieht in der Natur, was anderen verborgen bleibt. Sie hat ja auch Haar wie Habicht geschrieben, also es ging da auch schon um Raubvögel. Jetzt nimmt sie uns aber mit auf die Abendflüge der Mauersegler und erzählt von wilden Ebern in unseren Wäldern, von Mythen und Märchen und führt in versteckte Lebensräume, die heute zu verschwinden drohen. Sie spürt außerdem der Frage nach, was die Entfremdung von der Natur für den Menschen eigentlich bedeutet. Es sind 41 Essays und in diesen umkreist sie das Wechselspiel von Mensch und Natur. Und sie lehrt auch zu verstehen, was wir verlieren, wenn wir unseren Platz auf dem Planeten nicht radikal überdenken. Es ist zum einen wohl ein persönliches, aber auch politisches Buch, was uns ermutigt, die Natur und das Leben mit neuen Augen zu sehen. Und für mich ist dieses Buch natürlich etwas, das genau ins Schwarze trifft, weil es die Themen abdeckt, die mich privat auch sehr beschäftigen. Und Haar wie Habicht habe ich auch hier stehen, das möchte ich gerne noch lesen. Ich glaube, das wird mir sehr gut gefallen, weil ich es immer besonders finde, wenn Menschen in der Natur oder auch in der Tierwelt Details sehen, Kleinigkeiten und das nicht so als selbstverständlich betrachten. Also da habe ich wirklich meine Schwierigkeiten damit, wenn ich mich jemandem gegenüber sehe, der das nicht erkennt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und umso mehr freue ich mich dann, in Büchern abzutauchen
und genau diese Einstellung wiederzufinden. Dann zu einem Buch, was wahrscheinlich ebenfalls etwas kritisch sein wird, und zwar Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten von Sarah Weber, erscheint am 12. Januar im Kiepenheuer und Witsch Verlag. Die Autorin ist Journalistin, Expertin für die Arbeitswelt der Zukunft und war als Redaktionsleiterin von LinkedIn das Gesicht des Netzwerks in Deutschland, bis sie selbst Teil der Great Resignation wurde. In dem Buch geht sie wohl den Fragen nach, die gerade eine ganze Generation umtreiben, und sie zeigt Lösungen auf, die Arbeit besser machen zu können. Sie geht auf die Zeit ein ab März 2020, ab welcher sich alles geändert hat. Homeoffice war plötzlich die neue Norm, alle mussten sich digitalisieren und auch umstellen, ob sie wollten oder nicht. Die Arbeit drängte weiter ins restliche Leben, zur Erwerbsarbeit kam noch mehr Care-Arbeit und die Schere zwischen systemrelevanten Berufen und Bürojobs ging weiter auseinander. Sie meint, dass Covid uns gezeigt hat, was in der Arbeitswelt nicht mehr funktioniert. Und sie bezieht sich nicht nur auf die Pandemie, sondern auch auf Überschwemmungen, Waldbrände, Inflation, Krieg. Sie sagt, dass unsere Welt in Flammen steht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Menschen brennen ebenfalls aus, um bloß keine Deadline zu verpassen. Die Fragen, die sie stellt, sind, was zur Hölle wir da eigentlich machen und warum wir uns das antun. Es ist so, dass sich immer mehr Menschen diesen Fragen stellen und auch ihre eigenen Konsequenzen daraus ziehen. In den USA gibt es dafür sogar schon einen eigenen Namen, nämlich The Great Resignation, das große Kündigen. Es bricht sozusagen eine neue Ära an, und weder durch Yoga im Alltag oder durch agiles Arbeiten wird man diese Fragestellungen oder Probleme vollends beheben. Sie sagt, dass wir uns überlegen müssen, wie Arbeit heute und morgen wirklich funktionieren kann. Mit einem Fokus auf Gerechtigkeit, Zukunftsfähigkeit und den Menschen. Das ist also eher ein Sachbuch, was ich aber super spannend finde, weil ich tatsächlich diese Entwicklung auch sehe und sehr wohl denke, dass man sich dem Ganzen widmen muss und das gut überdenken muss, wie man es weiterhin gestaltet. Weil ich glaube, dass wir sonst auf jeden Fall ein Problem bekommen könnten, beziehungsweise auch viele Arbeitgeber, wenn sie nicht entsprechende Anpassungen vornehmen. Und deswegen bin ich super gespannt, was so ihre Punkte sind, wo sie anknüpfen möchte, ob sie da Lösungsvorschläge hat oder eher erst den Diskurs anregt sozusagen. Also ein sehr spannendes Thema, da hoffe ich auch, dass ich Rezensionen dazu finde. Das nächste Buch ist mit Sicherheit eines, worüber sich viele von euch freuen werden, und zwar ist das von Ewald Ahrens, Die Liebe an miesen Tagen, erscheint am 16. Januar im Dumont Verlag. Ich habe ja Der große Sommer gelesen und fand es okay, also ganz gut, aber ich war jetzt nicht hellauf begeistert, weil für mich war es eher so ein Buch, das natürlich nostalgische Erinnerungen geweckt hat, aber ich glaube, dass man gerade dann Gefahr läuft, ein Buch zu positiv zu bewerten und andere Faktoren außen vor lässt. Und ich fand eben leider, dass es eher durchschnittlich geschrieben war, also es hat mir gut gefallen, ne? Ich weiß nicht, wie viele Sterne ich dem Ganzen gegeben habe, aber es war definitiv kein Highlight und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, nimmt es mir nicht krumm, dass gerade diese Nostalgie immer so hervorgehoben wurde. Und es ist auch toll, wenn ein Buch das schafft, aber ich habe mich immer gefragt, kann es dann wirklich das Einzige sein, was so positiv daran ist? Weil der Rest hat mich nicht vollends überzeugt, so irgendwie, ne? Aber ich habe alte Sorten noch hier. Ich möchte das auch ganz gerne lesen, weil es hat mir ja Freude bereitet, so ist es nicht. Und ich bin auch gespannt auf die Rezension zu Die Liebe an miesen Tagen. Da bin ich mir sicher, da findet man eine Menge dazu, sowohl auf Instagram als auch auf BookTube. Von daher, da mache ich mir gar keine Sorgen, da werde ich definitiv an die ganzen Meinungen rankommen, ob ich will oder nicht. Um was geht es in diesem Buch? Vom ersten Moment an wissen Clara und Elias wohl, dass sie füreinander bestimmt sind. Damit ändert sich alles. Elias kann nicht länger verdrängen, dass er mit seiner Freundin in einem falschen Leben steckt. Und für Clara wird es Zeit, das Alleinsein aufzugeben. Auf das wilde Glück der Anfangszeit folgt die erste Bewährungsprobe. Und die beiden zweifeln und kämpfen mit und umeinander. Die Frage, die der Autor hier aufwirft, ist wohl, kann man nicht mehr ganz jung und beladen mit Lebenserfahrung noch einmal oder überhaupt zum ersten Mal die große Liebe finden? Und das finde ich von der Thematik schon sehr schön. Das spricht mich an, weil das ist ein anderer Trend, den ich feststelle. Ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber das spielt ja auch keine Rolle. Ich haue einfach meine Gedanken raus. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, schon allein mit 30, was ja wirklich kein Alter ist, bekommen viele Menschen Panik, dass sie die große Liebe finden.
ob das überhaupt noch was wird, so nach dem Motto. Und viele sind auch frustriert, was mit Sicherheit auch diese ganzen Dating-Apps mit sich bringen, weil das halt nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Dann hängt man da jahrelang rum und es ist eine Enttäuschung nach der nächsten und man ist irgendwie ausgebrannt auf dieser Ebene. Ja? Und ich glaube, dass sich das mit zunehmendem Alter natürlich auch noch steigert irgendwie. Gerade wenn man vielleicht noch gar nie die große Liebe gefunden hat und man ist dann vielleicht schon 50, ich weiß jetzt nicht, wie alt hier die Protagonisten sind, dann könnte man sich schon die Frage stellen, ja, erfahre ich das in meinem Leben noch oder nicht mehr? Ich denke aber sehr wohl, dass es immer passieren kann, egal in welchem Lebensalter, und man diese Hoffnung nicht aufgeben sollte, aber auch nicht zwanghaft danach suchen sollte, weil dann kommt es eh nicht. Es kommt meistens dann, wenn man es gar nicht erwartet. Und ich denke, dass es vielen Menschen guttun würde, da einfach mehr loszulassen. Und genau solche Geschichten, auch wenn das jetzt fiktiv ist und ein Roman, die tragen, glaube ich, schon dazu bei, dass man ein bisschen mehr Hoffnung in diesen Bereichen schöpft. Und da glaube ich sehr wohl, dass das für viele Menschen eine Lektüre sein könnte, die toll ist. Aber natürlich jetzt nicht nur für solche Menschen, können auch Personen sein, die in einer glücklichen Partnerschaft sind, das ist ganz gleich. Ich glaube, dem Ganzen kann man dann auch was Positives abgewinnen. Aber ich finde auf jeden Fall den Beschreibungstext sehr ansprechend und freue mich schon, was ich darüber so hören werde. Ich glaube, was der Autor sehr wohl hat, ist ein gutes Gespür für Themen, die die Menschen wirklich interessieren und ansprechen. Also das kann man, glaube ich, nicht abstreiten, weil das war jetzt bei allen drei Büchern so, dass die Klappentexte immer vielversprechend waren und eben auch ja der Inhalt als solches. Weiter geht es mit einem Buch, das am 25. Januar im Luchterhand Verlag erscheint, und zwar Zwischen Welten von der Autorin Juli C., also eine ebenfalls sehr bekannte junge Frau. Im Beschreibungstext steht, dass schon 20 Jahre vergangen sind, als sich Stefan und Theresa zufällig in Hamburg über den Weg laufen. Ihr erstes Wiedersehen endet in einem Desaster. Zu Studienzeiten waren sie wie eine Familie füreinander. Heute sind kaum noch Gemeinsamkeiten übrig. Stefan hat Karriere bei Deutschlands größter Wochenzeitung Bote gemacht und Theresa hat den Bauernhof ihres Vaters in Brandenburg übernommen. Es sind also zwei völlig unterschiedliche Lebensentwürfe. Und daraus resultieren gegensätzliche Haltungen. Stefan versucht bei seiner Zeitung durch engagierte journalistische Projekte den Klimawandel zu bekämpfen. Und Theresa steht mit ihrem Biomilchhof vor Herausforderungen, die sie an den Rand ihrer Kraft bringen. Die beiden beschließen dann noch einmal von vorn anzufangen. Und in einem sehr offenen und emotionalen Austausch per E-Mail und WhatsApp wollen sie einander ganz neu kennenlernen und sich gegenseitig aus ihren Welten erzählen. Aus dem Leben im Elfenbeinturm der Hamburger Kulturelite und aus der erdverbundenen brandenburgischen Agrarexistenz. Es ist hier wohl die Frage, ob hinter der alten Freundschaft vielleicht sogar eine verhinderte Liebe steckt. Aber während Stefan und Theresa einander näher kommen, geraten sie immer wieder in einen hitzigen Schlagabtausch um polarisierte Fragen wie Klimapolitik, Gendersprache und Rassismusvorwürfe. So sehr sie sich auch bemühen, die Politik aus ihrer Freundschaft herauszuhalten, es mag ihnen nicht wirklich gelingen. Die Autorin wirft die Fragen auf, ob heute wirklich jeder und jede gezwungen ist, eine Seite zu wählen, ob es noch Gemeinsamkeiten zwischen den Welten gibt und ob Freundschaft und Liebe die Kluft überbrücken können oder ob es gerade die enttäuschten Gefühle sind, die die Konflikte so unüberwindbar machen. Als sich am Ende Theresas und Stefans Wege auf völlig unerwartete Weise kreuzen, müssen beide erkennen, dass sie im Begriff stehen, etwas Entscheidendes zu verlieren. Nämlich die Freiheit, selbst zu bestimmen, wer man ist. Und ich finde, das hört sich jetzt wirklich also grandios an, aus zahlreichen unterschiedlichen Gründen. Also zum einen ist es auch hier so, dass die Autorin einen Sinn dafür hat, die Themen aufzugreifen, die relevant für uns alle sind. Weil ich glaube, dass gerade diese politischen Fragen oder die Frage nach Meinungen, nach dem Standpunkt und so weiter, sehr wohl eine Kluft zwischen Menschen treiben können heutzutage. Es wird nicht mehr einfach so akzeptiert, dass man unterschiedlicher Meinung ist, was ich extrem schwierig finde. Und hier ist es zumindest so, dass zwischen diesen beiden Figuren die Bereitschaft da ist, dass sie sich annähern und von ihren beiden Welten erzählen. Das ist ja eigentlich schon mal so eine Grundvoraussetzung, die per se schon nicht immer gegeben ist, muss man ja auch dazu sagen. Aber wenn man sich darauf einlässt, was ja in diesem Buch der Fall sein wird, dann ist die spannende Frage, was rauskommt. Und ich glaube sehr wohl, dass das kritisch sein kann, dass sämtliche Streitpunkte auftauchen werden zu 100%. Und das ist ein perfekter Aufhänger, um ein umfangreiches Werk zu schaffen,
das so viele Dinge abdecken kann, wie man es sich nur vorstellen kann, glaube ich. Die Gefahr ist dann immer, dass alles nur oberflächlich behandelt wird. Da wäre ich sehr gespannt, inwieweit sie da ins Detail geht. Ich weiß, dass viele auch von der Autorin begeistert sind und dazu wird man ja mit Sicherheit auch einiges hören. Und dann bin ich auch schon beim letzten Buch, das am 23. Januar im Hansa Verlag erscheint von Michael Köhlmeier. Und zwar heißt es Frankie. Das Buch handelt von einem Teenager, einem soeben aus dem Gefängnis entlassenen Großvater und einer geladenen Pistole. Frank ist 14, er lebt in Wien, er kocht gern und liebt die gemeinsamen Abende mit seiner Mutter. Aber dann gerät sein Leben durcheinander. Der Großvater ist nach 18 Jahren aus dem Gefängnis entlassen worden. Frank kennt ihn nur von wenigen Besuchen und der alte Mann reißt den Jungen an sich, einmal tyrannisch, dann zärtlich. Frank ist fasziniert von ihm und am Ende stehen sich die beiden auf einer Autobahnraststätte gegenüber, wie bei einem Duell. Die Frage ist, ob Frank sich dem Einfluss dieses dämonischen Mannes entziehen kann. Der Autor erzählt hier wohl von einer Initiation, von Rebellion und Befreiung, der ewigen Faszination des Bösen und von einem Duo, das man nie wieder vergisst. Ich finde es von der Konstellation schon sehr spannend, zum einen wegen des Altersunterschiedes, dann aber auch, weil sie eben einen Verwandtschaftsgrad haben und man ja streng genommen dann immer eine gewisse Nähe hat, obwohl man die nicht haben muss. Und dann gibt es aber diese dämonische Seite des Großvaters, beziehungsweise generell dieser Punkt, dass einen das Böse fasziniert, die wahrscheinlich auch gefährlich ist. Und die Frage ist, ob man sich dem in gewisser Form überhaupt entziehen kann oder ob es dem Jungen nicht gelingen kann. Er hat ja auch noch keine Lebenserfahrung, kann das Ganze vielleicht nicht unbedingt einordnen. Also das kann in sämtliche Richtungen gehen, finde ich aber super spannend. Und auch da hoffe ich, dass ich was zu lesen bekomme dazu. Weil ich weiß nicht, am Schluss steht ja, es handelt von einem Duo, das man nicht mehr vergisst. Und jetzt frage ich mich, ob es vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle komisch sein könnte. Oder ob es in solche Extreme in eine andere Richtung geht, dass man es einfach langfristig im Kopf behält. Also für mich hat es spannend geklungen und ich musste es auf jeden Fall mit aufnehmen. Das war es jetzt auch von den Buchneuerscheinungen für den Januar. Ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden. Es kommt mir ewig lang vor. Aber vielleicht auch wegen dieser ganzen Vorbereitungsarbeit und weil alles schiefgegangen ist. Ich weiß es nicht, ich kann es gar nicht mehr beurteilen. Genau, wir sehen uns dann wieder zum nächsten Video. Und die Buchneuerscheinungen für den Februar kommen dann hoffentlich auch sehr pünktlich online. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und bis ganz bald. Macht's gut. Tschüss.